Ja, ich wäre mal dafür, dass wir einfach jetzt Maschinen stoppen und den einfach rankommen lassen, oder? Ja, sind jetzt schon 4 Knoten runter. Warum machst du das? Ja. Machst du das gerade? Ich habe mich auch schon gewundert hier, hey, das hakelt irgendwie so komisch. Da ist doch System dahinter. Und am Periskop fummelt er auch herum. Hat seine Hände einfach überall. Also ich glaube, wir können mal tauchen jetzt. Okay. So, bin unter Tage. Ich komme mit nach hinten, ein bisschen aushelfen. So nah, so Kurs 90, also bei 0 ungefähr müsste was zu hören sein. So, wir sind auf 10 Meter runter oder 9 Meter ungefähr, 18 Knoten ging an. 18 Knoten, nicht schlecht. Ich glaube, wir sollten jetzt langsam mal in Reichweite kommen, weil es scheint schon relativ groß zu sein. Soll ich vielleicht ein bisschen über Lisa gehen, weil ich glaube, der dreht schon wieder oder fährt in die andere Richtung zumindest. Ja. Also er hat sich nicht wirklich bewegt von der Landzunge aus. Ich weiß auch nicht. Aber wirklich in Reichweite sind wir noch nicht. Oh, was war das? Was tickt denn hier so? So. Ich glaube, es bewegt sich schon ein klein wenig. Ja. Oder ist das nur unsere eigene Fahrt? Schwer zu sagen. Ich glaube fast eine Kombo aus beiden, oder? Warte, ich schau mal, was hat der für einen Winkel zu uns? 90 Grad und wir fliegen. Ja, gut.
okay. Also er ist auf jeden Fall auf dem Sonar. Motor läuft also. Nicht, dass er jetzt hinter die Halbinsel verschwindet und dann nie wieder gesehen wird. Das wäre nicht so geil. Ah ne, er kommt unser zu uns Ah, rüber. jetzt sieht man Ja. praktisch das Schiff Ja, nochmal. ja. Er kommt in unsere Richtung auf jeden Fall. Also unserer Seite von dem von der Brücke. Von der Insel. Das Prisma einstellen hier. Okay, 4000 Meter hat er. Vielleicht sollten wir ein bisschen über Lisa gehen. So 10, 20 Grad, dann schneiden wir den gleich. Weil dann sind wir schon recht nah, eigentlich. Also unter. Ja, bisschen Fahrt geht noch, aber. Jetzt ist er auch relativ schnell unterwegs. 300 Meter hat er schon Hast du schon die weg. Geschwindigkeit gemessen? Nee, ist noch zu weit entfernt und wir sind halt zu schnell. Wir müssen in eine. Kannst du noch 10 Grad über Lisa gehen und dann gehen wir nochmal Fullspeed, gehen, kommen in eine gute Angriffsposition und machen dann. Stoppen dann irgendwann. Weil dann haben wir einen guten Schuss. 3100 Meter. Ja, das wird gut. Da ist ein Leuchtturm auf der Insel irgendwo an der Ecke. Was sagen die Batterien eigentlich? 3600 Amperestunden Okay. von 5000. Ja, das geht ja noch. Benutzt du beide gerade oder nur eine? Wie? Benutzt du beide oder eine nur? Beide sind beide auf 3600. Okay. So, wir sind auf 2500 dran jetzt. Ich würde sagen, wir gehen so an die 1000, dann suchen wir uns die Solution. Sagt er. 1000 ist aber eh schon gewagt, weil 500, innerhalb von 500 Metern um die Schiffe erkennen, also detektieren die uns mit dem Sonar. Okay. Ja, dann gehen wir auf 1500. Kannst du vielleicht noch 2 Meter weiter runter, weil man sieht ziemlich deutlich so ein bisschen Gischt von unserem Antrieb. Glaube, das ist relativ egal. Ich glaube, die gehen wirklich nur auf Ja. Sonar. Okay, ja, keine Ahnung. Ja, stimmt eigentlich. Auf 2000 Meter. Ein bisschen weiß in den Wellen. So, 2-2 haben wir jetzt. Kurs ist immer noch ganz gut. Ja, gucken wir mal. Okay, wir kratzen an den 2000. Der Kurs ist immer noch gut.
1700. Okay, sollen wir mal stoppen vielleicht? Ich weiß nicht, 1700? Ja, ein bisschen. 1700, 1600. Okay. Jetzt runter auf halbe Fahrt. Okay, ich stelle mal ein bisschen hier die Winkel ein. So, ich messe mal die Zeit, mit der, also wie schnell der fährt. Ja, das tue ich hier schon. Ah, okay, dann. Wobei der, ich glaube, wir müssen stehen bleiben, weil der kommt direkt auf uns zugleich. Ich gehe mal Gas raus. Ja. Okay. Wir sind jetzt bei 1380. So, 1200. Was würdest du sagen, was hat der für einen Winkel? So leicht zu uns, ne? So 10, 20 Grad vielleicht? Ja, warte mal, passt. Wir wissen eh seinen Kurs. Warte mal. Hast du die Geschwindigkeit? Wir fahren gerade 60 und er ist auf Winkel 70, also 10 Grad rechts. Also fährt er auf 350 Kurs oder was? Nee. Wir fahren Kurs 60, davon 70. Ja, also 100. Ich würde jetzt mal feuern. Ich glaube, wir haben den. Nein. Der Target Angle stimmt schon mal nicht. Wieso? Der geht gleich vorne direkt frontal durch. Ja, aber wir schauen doch gleich. Ja, wir schauen direkt auf ihn drauf. Und dann ist, wenn er direkt vor uns ist, ist es 0 Grad. Ja. Jetzt ist es 0 Grad. Ja, dann mach und guck mal, was passiert. Nimm mal das Prisma weg. So, warte mal. Schau mal irgendwie kurz vor den und sag mir, wann er durchläuft. Was ist, wann er durchläuft? Wo durchläuft? Also durch dein Fadenkreuz. Geh einfach ein paar Meter vor ihn und sag mir, wann er durchläuft. Und sag mir den, beziehungsweise bleib mal so und dann sag mir einfach, wenn er... Jetzt ist die Spitze. Ja, läuft er gerade durch? Ja.
keine Treffer. Hm, scheiße. Ich messe gerade die seine Geschwindigkeit. Okay. Okay, 20 Sekunden. Also genau 5 Meter pro Sekunde. Gut. Oh, Treffer versenkt. Oh, jetzt haben wir endlich. Oh, ja. Okay. Ja. Was fliegt da durch die Luft? Ich glaube, das war Schornstein oder der Mast. Ja, geil, dann yay. Stimmt der Winkel doch. Orido, endlich mal was gerissen. Aber der Target-Engel war auf 20 Grad gestellt. Ja, ich weiß. Der Target-Engel ist der Engel des Periskops. Du schaust quasi, das ist der Winkel, in den du schaust. Der Winkel des Periskops, der steht. Weil das ist der Winkel, den der dann an den Torpedo anlegt. Das ist nicht der Winkel des Schiffs, sondern der Winkel, den du eingibst in dein Torpedo. Also in die Gyroscopes. Das heißt, der Torpedo geht genau dahin, wo dein Fadenkreuz hinzieht, sozusagen. Das war der Fehler, den wir letztes Mal die ganze Zeit gemacht haben, weil wir irgendwie viel zu viel rumgerechnet haben mit dem Schiffwinkel und dann 180 Grad minus. Und du nimmst aber die Zeit. Du nimmst die Zahl, die unten steht, und tippst die und gibst die in den Target Angle ein. Also okay, wenn was jetzt heißt unten den Kompass jetzt 55 Grad, genau, oder was? Korrekt. Und ich habe eben auf 40 gestellt und dann hast du gesagt, der läuft durch 40, abgeschossen, Treffer. Okay. Ja. Ist also eigentlich relativ einfach. Ja. Gut. Ja. Würde ich sagen. War leider nicht das Hauptschiff, aber hey, immerhin mal was getroffen. Und unsere Ehre wieder hergestellt.